Das Regio-TV Plus ist für euch jetzt in Biersfelden. Und zwar sind wir am Heim-Biersteig-Weg. Gar nicht so ein einfaches Wort. Bei mir ist der Sascha Druffer. Sascha, der hat mir geschrieben, es gibt hier einen Wechsel. Der dient der langjährige Leiterin ablösen mit jemandem Neuem. Erzähl doch mal gerade selber, was ist das für ein Haus? Was für Menschen dienen dir hier betreuen? Ja, danke schön vielmals. Zuerst danke schön, dass du gekommen bist, die Adresse zeigst. Es ist tatsächlich so, nach rund 10 Jahren tut die aktuelle Leiterin, Lilian Chavan, die Heimleitung übergeben. Sie geht in Pension. Das Heim besteht aus, ist für 12 Bewohnerinnen hier und Bewohner, die schwer behindert sind körperlich, die daheim nicht mehr betreut werden können, meistens chronische Krankheiten haben. Und die werden von rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Tag und Nacht werden die betreut. Tag und Nacht ist so ein Stichwort. Ich nehme an, das ganze Team, das hier ist, hat die Menschen seit Jahren auch im Griff, hat sie betreut, hat sie gelernt, auch gerne haben, lieben und pflegen. Wie schwer ist das, wenn man jetzt jemand Neues holt, dass man wieder jemanden findet, der das Profil hat? Einerseits sind es betriebswirtschaftliche Überlegungen, die damit machen. Andererseits ist es doch, glaube ich, auch ein Job, wo die Menschen wirklich jemanden brauchen, der mit dem Herz mit ihnen umgeht. Absolut, das ist ja so. Meine Erfahrung ist, dass Leute, die sich generell im Pflegeberuf hineinbegeben, das eigentlich mitbringen. Also ich glaube, du wirst im Pflegeberuf wirst du nicht reich. Du hast harte Arbeitszeiten, du musst irgendwo auch für die Menschen da sein wollen. Und das erleben wir und spüren wir eigentlich tagtäglich, dass das so ist. Ein Wort jetzt zum neuen Leiter. Ja, der Thorsten Burkhardt ist relativ jung, ist 44, wenn ich mich richtig erinnere, und kommt aus der Region. Und unser Ziel dort war, dass wir vor allem auch wieder einen Leiter haben, der quasi der Mensch im Mittelpunkt sieht. Wir wollen nicht als kleine Institution einen betriebswirtschaftlichen Führer haben in diesem Sinn, sondern wir möchten jemanden, der eben genau die Kultur weiterträgt, dass es um Menschen geht und um Bedürfnisse der Bewohner hier. Sascha, wir sind aufgestellt, da gehört immer ein Trägerverein dahinter, der mit ganz viel Aufwand eigentlich dahinter steht, damit die Menschen arbeiten können und damit auch die Menschen auch leben können. Wie sind wir hier aufgestellt? Ist man hier die ganze Zeit auf der Suche nochmal nach einem Batzen, um weiterleben zu können? Wir haben einen Trägerverein seit Anfang, wo eben der Vorstand eigentlich strategische vor allem bestimmt, wo will man hingehen mit dieser Institution. Das sind 5 Personen und die sind, 3 von denen sind seit am Anfang dabei. Also wir haben sehr, sehr viel Konstanz dort drin. Und im Moment sind wir in der glücklichen Situation, dass wir mit dem Kanton eigentlich einen guten Finanzgeber haben. Aber eben, das ist genau auch Gegenstand von der Zukunft, um zu schauen, wie das weitergeht. Dann wünschen wir euch alles Gute auf dem weiteren Weg und vor allem einen tollen Start mit dem neuen Heimleiter. Und das war der Bericht für euch hier von Biersfelden. Jetzt, damit ich es nicht falsch sage, sag nochmal, wie heisst es genau? Also es ist der Verein Haus Biersteig, aber es ist das Haus Biersteigweg. Eben, das hat mich verwirrt. Biersteigweg, Biersteigweg. Ja. Jetzt haben wir es genug gesagt. Ich glaube, wenn ihr mal am Spazieren sind in Biersfelden, dann vorbeilaufen. Werdet ihr euch daran erinnern und sind euch bewusst, ist ein Ort, wo die Menschen wirklich dürfen unter sehr schönen Bedingungen leben. Und ich glaube, das ist richtig so. Das ist genau so, so muss es sein. Merci.